So, ich glaube, wir können anfangen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu Fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Unser Thema heute sind Records. Da hatten wir einmal kurz schon einmal erwähnt, aber ich wollte sie noch einmal formal einführen. Lenses, das wird wahrscheinlich der Großteil der Vorlesung sein. Und wenn wir dann noch Zeit haben, schiebe ich noch etwas über Tests nach, die euch schon mal über den Weg gelaufen sein sollten, wenn ihr OPJ oder TDPE gemacht habt. Macht man den OPJ-Tests? Ha? Unit-Tests oder sowas? Nein? Okay. Na dann. Okay, als allererstes, weil es auch in der Vorlesung später nochmal auftauchen wird, machen wir ein bisschen Record-Syntax. Wie gesagt, das hatten wir schon einmal kurz in irgendeiner der vorherigen Vorlesungen, einmal im Vorbeigehen. Heute wollte ich es gerade noch einmal komplett machen. Und im Prinzip löst das uns das folgende Problem. Wir haben irgendwie einen riesen Produkttypen, und zwar sowas hier. Configuration ist irgendwie ein String. Noch ein String, noch ein String, zwei Bools, noch zwei Strings und ein Integer für sowas wie Usernamen, den lokalen Host, bla 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 bla. Die Spezifika sind hier nicht relevant. Es geht darum, dass wir einen riesen Produkttypen haben, in dem wir jede Menge Informationen drin stecken haben, und den wir dann umherreichen. Kommt schon mal vor, gerade für sowas hier oder für einen Weltzustand in irgendeinem Spiel, was ihr schreibt oder sowas. Kann also häufiger mal vorkommen. So, jetzt angenommen, ich habe dieses Ding, und ich möchte jetzt gerne wissen, ob dieses Bool hier bei Superuser gerade true ist oder nicht. Da muss ich mir irgendeine Funktion schreiben von einer Konfiguration hin zu Bool, und das ist dann so nach diesem Muster. Ne? Wenn ich den Username haben möchte, muss ich hier Pattern matchen mit Konfiguration Username, leer, 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 leer ist Username. Get localhost ist Configuration, leer, localhost, leer, 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 leer und so weiter und so fort. Das ist ziemlich dämlich, weil wir da ziemlich viel von Hand schreiben müssen und das einfach nur Tipparbeit ist. So, wollen wir nicht haben. So, was wir jetzt in Haskell aber auch machen können, ist, es so zu schreiben. Wir können diesen Feldern hier, die wir eben einfach nur als String genannt haben und wo wir einen Kommentar hinterschreiben mussten, was was ist, die können wir auch so hinschreiben. Das heißt, wir haben immer noch unseren einen Konstruktor Configuration, dann machen wir hier aber diese Geschichte mit den geschweiften Klammern und den Kommata dazwischen. Dann können wir sagen, okay, wir haben einen String und der heißt Username. Und wir haben noch einen String und der heißt Localhost und dann haben wir einen Re String Remotehost und so weiter. Die haben jetzt also Namen, diese einzelnen Felder. Und was wir damit machen können, ist, dass wir diese Funktionen automatisch kriegen. Das heißt, wenn ich das in dieser Record-Syntax hinschreibe, dann kriegen wir automatisch Funktionen wie Username, die uns dann, wenn wir sie auf eine Konfiguration anwenden, den Username zurückgeben. Das passiert automatisch, müsst ihr nichts mehr für schreiben. Das Einzige, was ihr verändern müsst, ist, dass ihr hier mit geschweiften Klammern und Kommata im Vergleich zu einfach nur den Typen und dahin schreiben müsst und dann müsst ihr halt das benennen. Es gibt außerdem diese wunderschöne hier in der vierten Zeile Update-Syntax. Also CFG ist hier eine Konfiguration nach Record-Syntax geschrieben. Und die hat unter anderem ein Feld Current Directory. Also das in irgendeiner Konfiguration das Verzeichnis, in dem wir uns gerade befinden. Und wenn ich das jetzt gerne updaten möchte und sagen möchte, okay, ich möchte genauso eine Konfiguration haben, die identisch ist zu der, die ich hier gerade rumliegen habe, aber mit einem neuen Directory, zum Beispiel für so eine Funktion wie Change Directory, ich weiß, total weltfremd. Dann kann ich sowas machen, okay, ich habe hier die aktuelle Konfiguration CFG und ich habe ein neues Directory, was ich da gerne reinschmeißen möchte, dann kann ich einfach sagen CFG, geschweifte Klammern, Current Dir, das ist der Name, den wir hier hatten, von dem Feld, gleich New Dir, der neue Wert, der auf dem Feld sitzen soll, in diesen geschweiften Klammern. Dann nennt sich Record Update Syntax. Das ist alles nur Zucker, das heißt, ob wir es so machen oder so, ist ziemlich genau egal. Wir können es auf beide Arten hinschreiben. Unter der Haube passiert nicht viel anderes, aber diese Notation hat ein paar Vorteile, weil sie angenehmer zu benutzen ist. Wir müssen nicht solche komischen Funktionen selber schreiben und es ist irgendwie hübscher, wenn wir so eine Update-Syntax haben. Dazu Fragen, das ist eigentlich nur ein bisschen Syntax.
Wir werden sie aber gleich brauchen und damit ihr mir nicht dann total verwirrt aus der Wäsche guckt und die Gedanken und den Gedankengang verliert, habe ich es jetzt einmal vorgelagert. Fragen dazu? Du nimmst einfach, also das, also die Frage war, ob man immer noch Get oder sowas braucht, um an ein Username zu kommen. Nee, brauchst du nicht. Wenn das Feld Username heißt, dann kriegst du automatisch eine Funktion, die ebenfalls Username heißt, vom Typ Konfiguration nach, auch wo auch immer du den Fokus haben möchtest. Ja? Du brauchst dir da keine eigenen Funktionen mehr schreiben, du brauchst da kein Get vorschreiben, du musst einfach nur den Namen des Feldes benutzen. Okay, wenn es dazu keine Fragen mehr gibt, gleich zum schwierigen Thema des Abends, und zwar Lenses. Hat jemand von euch schon mal von Lenses gehört, in den Übungen oder sowas? Nein. Okay, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Stefan die noch nie erwähnt hat, aber wer weiß, wer hier in den Übungen ist und wer weiß, wer zuhört. Gut, mit der Lens-Bibliothek. Das ist eine Bibliothek, die in Haskell viel benutzt wird und deswegen stellen wir sie euch heute vor. Passiert es uns das allererste Mal, dass uns eine Person namens Edward Knett über den Weg läuft. Das ist dieser gut aussehende Herr hier drüben und der hat diese Bibliothek geschrieben. Und nicht nur die, sondern auch jede Menge andere Bibliotheken, sitzt in allen möglichen Gremien drin, was Haskell anbetrifft. Also wenn sich die Sprache verändert, läuft das in der Regel über ein Gremium. Und da sitzt Edward Knett auch mit drin und er hat jede Menge Code geschrieben und früher oder später werdet ihr nicht drumherum kommen, euch mit Teilen davon auseinanderzusetzen, wenn ihr weiter Haskell machen wollt. Genau. Es gibt da immer so einen kleinen Inside-Joke in der Community und zwar, dass der Code von Knett total unverständlich wäre und total komplex und... Wie an vielen Vorurteilen ist manchmal etwas Wahres dran, aber der größte Teil ist Quatsch. Einiges von Knetts Code ist komplex, ja, aber nicht den Teil, den ich euch heute zeige und in der Regel nicht der Teil, den man selber benutzen muss, es sei denn, man legt es wirklich drauf an. Also wie gesagt, es ist ein bisschen, in der Community ist es so ein bisschen der Inside-Joke, sich über die Lernkurve von Lenz irgendwie lustig zu machen. Ich glaube aber nicht, dass ihr wirklich mit dem Teil, den wir heute vorstellen und den Teil, den ihr dann eventuell in den Projekten benutzen würdet, Probleme haben werdet. Also, wenn euch irgendjemand Gruselgeschichten erzählt hat, glaubt sie erstmal nicht. Gut, das ist die Grundidee von Lens. Und zwar haben wir hier irgendwie eine Datenstruktur S, könnte zum Beispiel unsere Datenstruktur Configuration von vorhin sein. Und in dieser Datenstruktur steht jede Menge drin. Könnte auch irgendwie eine Liste sein oder irgendwie, was weiß ich, irgendein größerer Container halt. Und wir haben in dieser Datenstruktur S irgendwo einen Unterdatentypen vom Typ A. Und wir möchten jetzt ganz gerne, wenn wir uns über die große Datenstruktur unterhalten, möchten einen Weg, um von der großen Datenstruktur in die kleine Datenstruktur reinzukommen. Und das ist der Witz von Lenses. Genau, dieser rote Strich hier, also wie man von der großen Datenstruktur, wenn man hier ankommt, runterkommt zu diesem kleinen Punkt, ist die Lens. So, aber das war nur so die Grundidee. Wir wollen vom Großen ins Kleine. Wir wollen da sozusagen einen Fokus aufbauen. Ich erkläre das jetzt aber nochmal im Detail. Genau. Also eine Lens ermöglicht uns einen Zugriff auf einen ganz bestimmten Teil eines Containers oder einer größeren Datenstruktur. Was heißt Zugriff in diesem Kontext? Zugriff so heißt sowas wie Lesezugriff. Ne? Ich habe diesen riesigen Datentypen. Ich möchte jetzt an der Stelle was auslesen oder ich möchte an der Stelle was anderes hinschreiben oder ich möchte gerne diese Funktion auf diese Stelle anwenden, lesen, schreiben, modifizieren. Das sind so die simpelsten Sachen. Von daher werden Lenses auch oft als funktionale Getter und Setter vorgestellt, aber das ist so ein bisschen kurz vor dem Konzept, das umfasst nicht wirklich alles. Mit Lenses kann man nämlich auch falten, traversieren etc. Hat Stefan neulich ein bisschen drüber geredet. Das heißt, ich möchte irgendwie die größere Datenstruktur irgendwie zusammenschieben oder sowas. Also falten. Auch dafür können wir Lenses verwenden. Lenses
können wir umherreichen. Wir werden gleich sehen, warum. Aber Lenses können wir in Datenstrukturen packen, weil sie auch First-Class-Values sind. Das heißt, wir können eine Liste von Lenses machen, wir können Lenses irgendwie als Funktion zurückgeben, etc. Und der Aufbau ist im simpelsten Fall sowas hier. Zum Beispiel eine Lens von Datetime zu Hour. Oder eine Lens von Datetime zu Minute. Das heißt, ich habe irgendeine Funktion, die, wenn ich mit einem Datetime umgehe, die mir sagt, okay, wir haben hier dieses Datum, gib mir davon doch mal bitte die Stunde. Oder gib mir davon doch mal den Tag. Oder davon mal die Minutenanzahl oder sowas. Weil zum Beispiel, ich will jetzt wissen, ich kriege irgendwie Daten, Datumsobjekte rübergeworfen und ich möchte jetzt gerne jeweils gucken, ob das, wenn es Montage waren, möchte ich davon irgendwas anderes haben, ja. Dafür interessiert mich aber nicht die Uhrzeit von dem Datumsobjekt, sondern nur der Tag. Da kann ich zum Beispiel darauf, oder der Wochentag, dann kann ich zum Beispiel darauf zurückblenden und dann damit irgendwas weitermachen. Genau. So. Wir möchten außerdem ganz gerne erreichen, dass wenn wir Lenses haben, wir haben hier oben eine Lens, dieser Fokus der ersten Lens, dieser grüne Punkt hier, wir möchten ja ganz gerne, wenn wir da eine weitere, wenn das wieder ein komplexer Datentyp ist, kann ja sein, ne? Wir haben eine riesige, einen World State zum Beispiel und in dem Computerspiel und in dem World State ist wieder irgendeine Konfiguration, auf die wir eine Lens basteln können. Und in der Konfiguration können wir ganz einfach wieder auf irgendeinen anderen Datentyp runterblenden. Dann möchten wir ganz gerne, dass wir Lenses composen können. Das heißt, wir können einfach zwei Lenses aneinander schieben und haben dann eine größere Lens von ganz oben bis ganz unten. Das wäre hübsch, ne? Ja. Ihr guckt alle gerade so ein bisschen kritisch. Ist ungefähr klar geworden, warum wir das haben wollen? Ja, okay. Zumindest. Die Verbindung von S1 zu S2. Also, wir haben hier oben eine Lens in der Datenstruktur S zu einem Fokus S1. Und dieser Fokus kann ja wieder eine größere Datenstruktur sein. Und wenn wir in dieser Datenstruktur dann auch eine Lens haben, mit einem Fokus S2, wollen wir ganz gerne eine Funktion haben am Ende, Compose für Lenses, die wir diese beiden Lenses geben können. Hier eine Lens von ganz oben zur Mitte und eine von der Mitte nach unten, sodass wir eine Lens rausbekommen, mit der wir von ganz oben nach ganz unten kommen. Macht das Sinn? Ja, genau. Also der Fokus, den wir in der ersten Lens haben können, kann ja wieder ein komplexer Datentyp sein. Genau. Und wir haben eine Lens, die uns von hier oben nach hier bringt, also von ganz oben nach zum hellgrünen Punkt. Und dann haben wir eine andere Lens, die uns vom hellgrünen zum dunkelgrünen Punkt bringt. Und wir möchten ganz gerne, dass wir die zusammenschieben können, sodass wir eine Lens rausbekommen, die wir von ganz oben nach ganz unten benutzen können. Genau. Genau, das möchten wir am Ende gerne haben. Wir halten jetzt am Anfang nur mal fest, was wir gerne alles hätten. Und dann können wir am Ende sehen, dass es alles ganz einfach macht. Warum möchten wir das haben? Wir hatten das schon an vielen Stellen, dass irgendwie, wenn wir zum Beispiel im Parser, dass wenn wir irgendwie simple Einzelfälle lösen und uns sinnvolle Gedanken darüber machen, wie wir die zusammen kombinieren können, dass uns dann viel angenehmes Verhalten am Ende dann einfach rausfällt. Okay. Aber warum müssen wir da jetzt irgendwie ein neues Konstrukt irgendwie für einführen? Warum brauchen wir dafür eine Library oder sowas? Können wir das nicht alles über Pattern Matching machen? Ja, geht. Ich habe hier mal ein Beispiel. Zum Beispiel haben wir hier die Datentypen Person und Adresse. Eine Person ist in unserem Fall ein Name und eine Adresse und könnte irgendwie in einer Firmendatenbank so stehen. Und eine Adresse ist eine Straße, das ist ein String, eine Stadt, ist auch ein String, und eine Postleitzahl oder ein Postcode im Englischen, das ist ein Int. Und jetzt könnten wir sagen, okay, ich möchte irgendwie eine Funktion haben, die den Namen von dieser Person ändert, dann könnte ich hier nach Record-Update-Notation, die ich euch vorhin vorgestellt habe, könnten wir sowas schreiben wie, okay, setName nimmt einen String und eine Person und gibt die Person zurück, bei der Name dann geändert wurde in den neuen. Soweit so simpel. Wir können das auch machen,
Postcode. Wir nehmen einen Int für den neuen Postcode und eine Person und geben dann eine Person zurück, wo in der Adresse der Person der Postcode geändert wurde. Das wird aber schon ein bisschen verwirrend. Das ist immer noch dieselbe Person, aber mit der Adresse geändert in dieselbe Adresse der Person, aber mit dem Postcode jetzt geändert auf den neuen Postcode. Wird schon etwas komplexer. Kann man alles so machen, ist aber nicht so hübsch. Geht eleganter. Und dafür benutzt man in Haskell häufig Lenses. In vielen großen Projekten werden die euch über den Weg laufen, wenn ihr da mal den Source Code lesen möchtet oder es benutzen möchtet. Und deswegen stellen wir euch das hier vor. So. Was wäre jetzt, wenn wir uns sagen, okay, wir haben so eine Lens von, wir hätten für jedes dieser Felder irgendwie Lenses. Wir haben eine Lens, die einen, wo wir von einer Person auf einen String, auf den Namen abbilden, von einer Person auf die Adresse oder von einer Person auf den Postcode. Dann könnten wir sowas haben wie Funktionen wie View und Set, wo wir dann mit dieser Lens zum Beispiel hier von, wir können, also für eine beliebige Lens hätten wir dann mit der Funktion View eine Sache, wo wir die Lens angeben, die Datenstruktur angeben und dann den Fokus rausbekommen. Ja? Es ist einigermaßen wichtig, dass ihr jetzt den Typen folgen könnt. Wenn nicht, sagt bitte Bescheid. Wir haben eine Lens, die uns einen Fokus in der großen Datenstruktur S auf die kleine Datenstruktur A gibt und dann geben wir ihr die große Datenstruktur und sie gibt uns den Fokus zurück. Macht Sinn. Wir wollen einfach nur sagen, okay, wir wollen den erstmal nur haben und dann wollen wir irgendwas damit weitermachen. Und dann haben wir eine andere Funktion Set, die nimmt auch eine Lens, also einen Weg von der großen Datenstruktur S auf die kleine Datenstruktur A und ein neues A und ein altes S. Ne, wir wollen einen neuen Wert irgendwo tief in diese Struktur reinsetzen und dann nehmen wir die alte Struktur und kriegen die neue Struktur raus. Soweit sinnig? Nicken, gut. Dann könnten wir mit der Compose-L-Funktion auch irgendwie sowas schreiben. Einfach Set. Anstatt jetzt irgendwie hier uns hier mit dieser Record-Update-Notation abzuquälen, könnten wir dann auch sowas schreiben wie, okay, wir haben den Postcode, wir nehmen den neuen Postcode, nehmen eine alte Person und geben eine neue Person zurück. Dann könnten wir einfach sagen, Set nimmt eine Lens, okay, die Lens müssen wir uns jetzt composen. Und zwar will ich erst auf die Adresse abbilden und dann in der Adresse nochmal auf den Postcode abbilden. Und dann will ich da den neuen Postcode einsetzen. Postcode einsetzen. Und dann gebe ich die alte Person an und kriege die neue Person raus. Ja? Wenn wir einfach Lenses composen können, wie wir es hier angegeben haben, wäre das ganz hübsch. Nicht wahr? Wunderbar. Gut. Dann könnten wir jetzt einfach mal anfangen und sagen, okay, wie würden wir denn sowas basteln, wenn wir einfach mal anfangen würden und sagen, okay, wir schreiben jetzt einfach mal was, ohne groß irgendwie drüber nachzudenken, schreiben wir einfach mal naiv was runter. Dann könnten wir sowas sagen wie, okay, eine Lens ist einfach ein Ding mit zwei Funktionen drin, einer View-Funktion, die uns diese View-Funktionalität zur Verfügung steht und einer Set-Funktion, die uns diese Set-Funktionalität zur Verfügung stellt. Okay, und dann müssen wir, wenn wir jeweils eine Lens haben will, müssen wir halt in diesem Fall konkret sagen, wie wir das gerne haben möchten. Okay, die können wir sogar sinnvoll composen. Wir haben jetzt hier wir kriegen hier zwei Lenses, zwei Lens-Rs rein. Die hat jeweils eine View-Funktion und eine Update-Funktion. Haben beide. So, und dann können wir die zu einer neuen Lens zusammenkriegen können, wo wir sagen, okay, wir nehmen irgendeine eine Datenstruktur rein und dann rufen wir die zweite View-Funktion auf, das Ergebnis der ersten View-Funktion auf von der Datenstruktur. Das heißt, wir nehmen die Datenstruktur, schmeißen die erste View-Funktion drauf, dann gehen wir eine Ebene runter und dann schmeißen wir die zweite View-Funktion drauf, gehen wir noch eine Ebene runter und das ist dann unsere neue Funktion. Und genauso können wir auch eine Set-Funktion uns zusammenbasteln.
Er ist nicht ganz so wichtig, dass ihr jetzt genau diesen Code versteht, weil wir ihn in ein paar Minuten eh wegschmeißen. Aber wer irgendwie Spaß dran hat oder mir nicht glaubt, kann das gerne zu Hause einmal weiterverfolgen. Die Sache ist, wir können zum Beispiel ganz naiv uns diese Sachen hinschreiben und die können wir sogar sinnvoll composen. Das Problem ist jetzt aber, was ist, wenn wir eine Lens haben und wir wollen jetzt gerne einen Wert an irgendeiner Stelle modifizieren und sagen, okay, wir haben hier diese unglaublich komplexe Datenstruktur und wir wollen jetzt gerne drei Ebenen runter und dann wollen wir den Wert irgendwie verändern. Wir wollen da eins draufrechnen oder wir wollen den String umdrehen oder irgendwas damit machen. Wir wollen eine Funktion drauf anwenden. Dann müssen wir, wenn wir das so formuliert haben, erst durch die drei Ebenen runter uns den Wert hochholen, dann die Funktion drauf anwenden und dann nochmal drei Ebenen runter und ihn dann wieder setten. Weil momentan haben wir nur View und Set. Das heißt, wir können nicht einfach eine Funktion reinreichen. Wir müssen erst den Wert getten, Funktion anwenden und dann nochmal setten. Das heißt aber, dass wir zweimal über die Datenstruktur drüber laufen müssen. Und das ist ineffizient. Und wenn Edward Kmet ein bisschen Ineffizienz vermeiden kann, indem er den Code unlesbar und kompliziert macht, dann macht er das. Wir werden jetzt ein bisschen sehen, wie. Also der Witz ist, View und Set, okay, wunderbar, schön und gut, könnte man sogar composen, aber das ist ineffizient, wenn wir sowas haben wollen wie Over. Ne? Ich will einfach nur eine Funktion reinschmeißen. Weil das sollte eigentlich ganz einfach sein. Ich habe eine riesige Datenstruktur und ich habe einen Fokus in dieser Datenstruktur, der über beliebig viele Ebenen runtergeht. Dann sollte ich eigentlich eine Funktion irgendwie über diesen Fokus schmeißen können. Aber ineffizient. Okay, offensichtliche Antwort ist, okay, schreiben wir das in die Bedingungen mit rein. Wir machen noch eine Modify-Funktion. Aha, verlangen wir einfach, ne? Okay, wir sagen Modify A nach A, nach alte Datenstruktur, nach neue Datenstruktur. Wunderbar. Müssen Sie jetzt halt auch immer noch dazu schreiben. Das gibt ein neues Problem, weil, wenn wir jetzt das so anfangen, was ist denn, wenn wir nicht einfach pur verändern wollen, sondern effektvoll verändern wollen? Was ist, wenn wir eine Funktion reinreichen wollen, die fehlschlagen kann? A nach maybe A. Oder irgendwie A nach either A. Oder eventuell sogar A nach IOA oder sowas. Dann haben wir ganz schnell ganz viele Funktionen hier unten. Und ich meine, wenn wir jetzt für jeden Funktor eine eigene Funktion in unsere Lens schreiben müssten, hätten wir ein ziemlich großes Problem, weil wir können nicht verlangen, dass für jeden Funktor in unserer Lens eine eigene Funktion vordefiniert ist. Weil wer weiß, wie viele Funktoren es gibt und manchmal benutzen User ihre eigenen Funktoren, die überhaupt nicht in irgendwelchen Libraries drinstehen. Ja, kaputt, ne? Nein. Wir können ein bisschen Abstraktion verwenden, um uns aus diesem Dilemma wieder rauszukriegen. Weil das trainierte Auge könnte jetzt gemerkt haben, aha, aber da steckt doch ein Muster hinter. Wir haben irgendwie, in das Problem war, dass wir Modify haben wollen oder Modify IO und Modify Maybe und Modify Either und Modify Tree und was nicht alles. Und darüber können wir doch abstrahieren. Was ist denn so das Gemeinsame von, sagen wir mal, Maybes und IO und irgendwie Ethers und so weiter. Ich habe es schon halb gesagt. Genau, das sind alles Funktoren. Und wir können jetzt sagen, okay, wir können ja auch ViewSetModify schreiben und dann sagen, okay, und wir machen noch ein allgemeines ModifyF, wo wir sagen, okay, gib für irgendeinen Funktor gib uns eine Funktion A nach Funktor A, nach alte Datenstruktur, nach F neue Datenstruktur. Warum F neue Struktur? Warum nicht einfach neue Datenstruktur? Warum müssen wir, wenn wir jetzt irgendwie eine Funktion haben, A nach maybe A und sagen wir mal eine Liste von A's, warum müssen wir dann am Ende eine Maybe-Liste von A's rausgeben? Warum schreiben wir nicht einfach den Maybe-Datenwert dahin, wo der alte war? Okay, wenn wir jetzt haben, okay, für Modify-Funktor, ja, die Typsignatur ist irgendeine Funktion, oder erstmal Modify nochmal. Modify sagt, okay, gib mir irgendeine Funktion, und also A nach A, gib mir eine alte Datenstruktur und gib mir eine neue Datenstruktur und ich wende die Funktion entsprechend an mit einer Lens, ja.
Das heißt, ich gebe dir eine Lens, also einen Weg von der großen Datenstruktur zu irgendeinem Fokus, den ich haben will. Ich gebe dir eine Funktion, die du da anwenden sollst. Und ich gebe dir die alte Datenstruktur, wo du das tun sollst, und du gibst mir die neue Datenstruktur, wo du einfach dem Fokus gefolgt bist und da die Funktion angewendet hast. Genau, das ist einfach nur Modify. Soweit so simpel. So, und jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen auch effektvolle Berechnungen irgendwie einfangen hier. Das heißt, Sachen, die Werte in einem Kontext zurückliefern, im Funktor in diesem Fall. So, und da sagen wir, okay, ist eine Funktion A nach F A, also zum Beispiel A nach Maybe A oder A nach Liste A oder A nach Baum A oder A nach IOA oder sowas. Ja, also Funktionen, die irgendwie etwas in den Kontext heben. Und anstatt einer puren Funktion A einfach nur nach A. Okay, und jetzt wieder alte Datenstruktur rein. Aber warum geben wir jetzt hier eine FS zurück? Warum nur ein FS und nicht einfach nur ein S wie hier oben? Wir wollen ja wahrscheinlich wieder irgendwie mit der Datenstruktur, so wie sie war, irgendwie weiterarbeiten. Warum sagen wir nicht einfach, okay, wenn wir diese riesige Datenstruktur haben, warum ändern wir dann nicht einfach den Wert nur da, wo der Fokus hin zeigt? Ja? Naja, ich könnte halt das alte S, also die Antwort war, dass es dann kein S gäbe, was man zurückgeben könnte. Und ein Schelm möge jetzt argumentieren, dass ich sagen könnte, okay, aber ich könnte doch einfach an der Stelle, wo vorher der Wert war, einen Nothing hinschreiben. Warum geht das nicht? Insbesondere passt es von den Typen her nicht. Ja? Achso, Entschuldigung. Warum nicht? Genau, wenn ich eine Liste von Ints habe und ich habe meinetwegen eine Lens auf das dritte Element oder sowas. So. Und ich will jetzt eine Funktion anwenden, die einen Int nimmt, aber fehlschlagen kann. Also Int nach Maybe Int oder sowas. Dann kann ich nicht plötzlich eine Liste von Ints haben und an der einen Stelle einen Maybe drinstehen haben. Das passt von den Typen nicht. Ich muss immer noch eine Liste von den Ints haben. Das heißt, in S darf ich teilweise, wenn ich etwas in den Effekt heben will, nichts verändern. Ja? Geht nicht. So, und deswegen muss ich das gesamte Ding in den Kontext heben. Das heißt, wenn meine Berechnung fehlschlägt, gebe ich einfach überhaupt keine Datenstruktur zurück, weil ich nicht einfach eine Datenstruktur nur an der einen Stelle nichts zurückgeben kann. Weil das würde die Typen verändern, das geht nicht. Aber zum Beispiel, dann gebe ich zum Beispiel eine Liste zurück. Und die Liste kann entweder nothing sein, wenn es fehlgeschlagen ist, oder just das Veränderte, wenn es durchgelaufen ist. Oder wenn ich irgendwie eine Berechnung anstellen will, die mit der Außenwelt interagiert, also A nach IOA oder sowas, dann gebe ich IO irgendeine Datenstruktur zurück. Dann ist diese Datenstruktur im IO-Kontext aber komplett, weil ich nicht einzelne Werte der Datenstruktur in den IO-Kontext heben kann. Das würde dann nicht mehr funktionieren. Okay, und das ist eine wirklich gute Idee, das so zu machen. Und zwar ist das eine so gute Idee, dass wir sie sogar noch ein Stückchen weiternehmen können. Und das ist Edwards' First Big Insight. Insbesondere können wir auch ViewSet und Modify über ModifyF ausdrücken. Auch diese drei Funktionen können wir auch so ausdrücken, dass sie in dieses Muster passen. Und das ist der Witz. Eine Lens ist erstmal nur das hier. Für alle F, also für alle Funktoren, also für alle Typen F, das ist jetzt Notation, die ihr, das ist in fortgeschrittenen Haskell, werdet ihr häufiger oder später mal sowas wie for all oder exist sehen. Was das bedeutet, für alle Typen F, wenn F ein Funktor ist, dann ist eine Lens von einer großen Datenstruktur S nach A, eine Funktion A nach FA, nach S nach FS. Das ist genau Modify F, was wir hier drüben hatten. Nur in hübscher aufgeschrieben mit dieser All-Quantifikation hier vorne. Aber um die müsst ihr euch nicht wirklich kümmern. Ich habe sie nur dazu geschrieben, weil es so korrekt ist. Das ist auch so einigermaßen korrekt. Das ist einfach nur ein Typ-Alias, ja? Ich versuche das nochmal umzuformulieren. Also die Verwirrung, die jetzt gerade entstanden ist, sitzt hier in der All-Quantifizierung, diesem for all f. Ja? So, eine Lens. Denkt ihr erstmal das for all f weg. Ja, dann steht da eine Lens von irgendeinem großen Datentyp S zu irgendeinem kleinen Datentyp A, ist für jeden Funktor F eine Funktion von A nach FA, so wie wir sie gerade eben schon hatten, soweit klar, zu einer alten Datenstruktur S,
zu einer neuen Datenstruktur in dem Kontext FS. Wir haben gerade erklärt, warum das in dem Kontext stehen muss. Und das ist, wie gesagt, bis soweit ist das nur Modify F, was wir gerade schon hatten. Das ist aber klar, oder? Okay. So, was ist jetzt dieses for all F? Der Witz ist, dass ich, wenn ich eine Lens schreibe, ja, also so eine Funktion hier, dass ich nicht festlegen darf, für welche Funktoren das alles gelten darf. Also ich kann nicht einfach sagen, okay, ich schreibe es für maybe und IO und das wird schon reichen. Ja, sondern ich muss es so schreiben, dass es für alle Funktoren funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt meine Lens schreibe und du meinen Code benutzt, ja, dann darfst du dir aussuchen, welche Funktoren hier benutzt werden dürfen. Ja, weil du ja eventuell auch deine eigenen Funktoren und deine eigenen Datenstrukturen benutzen möchtest. Das heißt, ich muss meine Lens so schreiben, dass sie für alle Funktoren funktioniert. Und nicht nur für meine drei Lieblingsfunktoren und die werden schon reichen. Und das ist das, was dieses for all f aussagt. Wenn ich eine Lens schreibe, muss sie für alle Funktoren so funktionieren. Ja? Das ist der Witz daran, ja? Nee, das ist Code. Was ich hier aus dem Code weggelassen habe, ist, dass oben ein Language Pragma included werden müsste, das mir das erlaubt. Irgendwie Rank N Types oder Universal Quantification oder irgendwas. Also im Sinne von, ich muss ein bisschen am Compiler, also ich muss dem Compiler ein paar extra Optionen übergeben, aber das ist Code. Das kann man tatsächlich so schreiben. Wenn man in etwas fortgeschritteneres Haskell kommt und da, na, das Semester ist halb rum, so langsam kommen wir auch dahin, dann läuft einem sowas häufiger über den Weg. Aber ja, das ist Code. Das muss nicht in der nächsten Zeile stehen, das steht hier nur so, weil die Folie sonst zu klein wäre. Aber das ist echter Code. Nee, das ist ein Punkt. For all f, Punkt. Wenn Funktor ein f ist, wenn f ein Funktor ist, dann a nach f, a nach, nach s nach fs. Ja? Das heißt, ich muss Lenses so schreiben, dass sie für alle Typen f funktioniert. Wenn f ein Funktor ist, dann bla. Soweit klar? Okay. Genau, das ist nur ein Type. Das heißt, auch wenn irgendwie auf, also wenn ihr irgendwie da unterscheiden könnt, für den Compiler ist das ein und dieselbe Sache. Eine Lens von S auf A ist nichts anderes als für alle Funktoren F, A nach F, A nach S nach FS. Das ist dieselbe Sache. Lens SA ist nur hübschere Art, das hinzuschreiben. Genau. So, und jetzt der Fun Fact. Das Lens R, was wir uns vorhin entworfen haben, mit dem View Set Modify Modify F, und diese Definitionen sind isomorph. Wer weiß noch, was isomorph bedeutet? Ja. Sehr gut von links vorgesagt bekommen. Ich glaube dir, dass du es selber wusstest. Iso ist gleich und Morphus ist Form. Aber okay, es hat die gleiche Form. Aber was heißt das, wenn ich sage, zwei Typen haben die gleiche Form? Genau, das heißt, ich wiederhole das nur für die Aufnahme. Ich kann zwei Funktionen schreiben und wie ich von der einen in den anderen komme und von dem anderen in den einen komme. Insbesondere kann ich diese Funktionen so schreiben, dass sie sich zu ID composen. Das heißt, wenn ich die eine Funktion nehme und rüberlaufe und die andere Funktion nehme, wieder zurückzulaufen, komme ich wieder beim selben Punkt an. Und das kann ich für alle Punkte machen. Das heißt, die Mengen, die ich nebeneinander aufbaue, haben die gleiche Form, weil ich jeweils so rüberlaufen kann. Und wenn ich hinlaufe und wieder zurücklaufe, komme ich nirgendwo wieder anders an oder sowas. Genau. In diesem Fall bedeutet es, dass ich Lens R to Lens schreiben kann. Ich kriege hier einen Lens R rein und kriege eine normale Lens raus. Und umgekehrt auch, Lens to Lens R. Ich kriege eine normale Lens rein und gebe eine Lens R raus. Dann bedeutet das isomorph. Zum Beispiel, nur so als Beispiel, bool ist isomorph zu sich selbst über die Funktion not. Ja? Wenn ich not not anwende, bin ich wieder beim ursprünglichen Wert angekommen. Da ist die Funktion in beide Richtungen dieselbe Funktion, es war einfach nur Negierung. Dann ist bool ist zu sich selbst isomorph. Was können wir noch? Was haben wir noch in isomorphen? Was? Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wenn ich jetzt was Falsches sage, dann lacht mich YouTube für die nächsten 10 Jahre dafür aus. Aber im Sinne von,
zwei Dinge, die grundsätzlich identisch sind, die man, wenn man ein bisschen ungenau hinsieht, übereinander legen kann und dann keinen Unterschied mehr sieht, die gleiche Form haben, dann sind sie isomorph. Wie bitte? Mengen haben keinen Verlauf. Also, oder und Typen eigentlich auch nicht. Also, ich wüsste nicht, was du mit Verlauf meinst. Aber egal, wir machen einfach mal weiter. Wir können also diese beiden Funktionen schreiben. Die eine gebe ich euch, die andere müsst ihr selber schreiben. Ist eine ganz nette Übung eigentlich. Könnt ihr auch am Montag machen, wenn wir uns gerade vorhin noch gefragt haben. Genau. So, wir wollen. Wir wollen diese Funktion machen, richtig? Wir wollen diese Funktion machen. Wir kriegen eine Lens und wir wollen das getSet und so weiter von Lens A schreiben. Das heißt, okay, wir fangen mit Set an. Wir kriegen eine Lens rein, einen neuen Wert, eine alte Datenstruktur und wir wollen eine neue Datenstruktur rausgeben. Okay. Wie machen wir das? Wenn wir uns jetzt einmal kurz an den Lens-Datentypen nochmal erinnern, dann haben wir das Problem, wenn wir diese Funktion hier anwenden, a nach fa und ein s kriegen, dann kriegen wir einen fs raus. Das ist das, was wir vorhin besprochen hatten, dass wir dann maybe die Liste rauskriegen oder so weiter. Das ist aber für uns ein Problem, weil wir wollen hier ja einen s rausgeben, aber wenn wir die Lens einfach nur anwenden, kriegen wir einen fs raus und das ist irgendwie problematisch. Deswegen müssen wir uns ein passendes f wählen, sodass wir es aus unserem f auf jeden Fall wieder rauskriegen. Und wer auf die Folien gucken kann, merkt schon, wir können zum Beispiel den Identity-Funktor nehmen. Ich glaube, den hattet ihr schon in den Übungen. Ich wiederhole es gerade trotzdem nochmal kurz. Der Identity-Funktor ist relativ simpel. Wir sagen einfach, Identity A ist Identity und also hat einen Konstruktor Identity und hat ein Feld, das ist wieder Record-Syntax, wie wir sie am Anfang kennengelernt haben, Run-Identity vom Typen A. Das heißt, das ist einfach nur ein Kontext und das kann nur in diesem einen Kontext stehen. Wir können es in diesen Kontext reinheben mit dem Konstruktor und wir können es aus dem Kontext wieder rausholen mit Run-Identity. Ja? So simpel. Okay? Du guckst verwirrt, aber okay. Definition ist klar. Funktorinstanz ist auch denkbar einfach. Fmap f von Identity s ist Identity von fs. Wir nehmen die Funktion und schmeißen sie in den Funktor. Recht simpel. Und wenn wir das jetzt im Code ausformulieren wollen, dann wir wollen hier diese Typsignatur erreichen. Wir kriegen eine Lens rein, einen neuen Wert und eine alte Datenstruktur. Und wir wollen eine neue Datenstruktur rausgeben. Okay, wir kriegen die Lens, einen x, das ist hier der neue Wert, einen s, das ist diese alte Datenstruktur und wir wollen eine neue Datenstruktur rausgeben. Okay, das ist erstmal Magic. So, was ist jetzt diese, der Witz oder was müssen wir hier verstehen, damit wir sagen können, um dieses Problem zu lösen? Die Sache ist, wenn wir die Lens einfach nur anwenden, ja, dann kriegen wir ein fs raus. Wir mussten es aber irgendwie aus diesem f wieder rausbekommen, damit wir einfach nur ein s zurückgeben können. Und wir können einfach Run-Identity dafür benehmen, weil wenn wir sagen, okay, wir benutzen den Identity-Funktor, aus dem Identity-Funktor können wir Dinge einfach so wieder rausziehen, weil es kann nur in diesem Kontext sein, es gibt nicht solche Probleme, dass ich zum Beispiel aus einem Maybe etwas rausziehen möchte und es ist aber nothing da. Im Identity-Funktor ist auch immer etwas da. Das kann ich also einfach rausziehen, okay. Und dann kann ich die Lens anwenden. Die Lens, die ich hier vorne reinbekomme, hat immer noch diesen Typen. Und die kann ich jetzt auf eine Funktion anwenden, die wir uns gleich noch definieren, auf die alte Datenstruktur. Und dann kriege ich hier ein fs raus, also einen Identity s raus. Und kann ich einfach Run-Identity drauf anwenden und dann kriege ich das s raus und das kann ich zurückgeben. So, dann müssen wir jetzt noch diese Funktion hier schreiben. Genau, aber nur, dass ihr der Syntax folgt. Ich wende hier nicht die Funktion setField auf s an oder sowas, sondern ich gebe diese Funktion und diese Datenstruktur als Argumente an die Lens weiter, weil wir kriegen ja eine echte Lens und wir wollen unsere
Set-Funktion schreiben von LensR. Genau. Und Lens nimmt mal zwei Argumente hier oben. A nach FA, das ist Setfield in diesem Fall. A nach Identity A. Und alte Datenstruktur S, das ist das. Also das hier und also das Setfield und das S sind in diesem Fall beides Argumente an Lens, die wir gegeben kriegen. Und dann kriegen wir ein Identity S raus und dann müssen wir nur noch Run Identity anfangen und dann sind wir fertig. Vorausgesetzt, wir haben das hier geschrieben. So, soweit klar. Wenn ich zu viel erkläre oder zu wenig, müsst ihr sagen, ja? Okay. Genau, Magic machen wir jetzt. So, die Frage ist, was müssen wir hier unten hinkriegen? Also Setfield nimmt irgendein A und gibt ein Identity A zurück. Okay. Setfield kriegt dann, nennen wir das Argument K. Und wir müssen jetzt noch ausfüllen, was hier statt Magic passiert. Was würdet ihr denken? Was könnte da hin? Ja? Ja, das könnte. Aber das ist es nicht. Warum nicht? Also von den Typen her wird es schon stimmen, wenn wir Identity A, wir finden hier irgendein A vor und wir wollen eine Identity A irgendwie rauskriegen. Von den Typen her würde es stimmen. Aber tut es auch das, was wir haben wollen? Was wollen wir hier mit dieser Funktion anfangen? Wir wollen über diese Lens diesen Wert in diese Datenstruktur einsetzen. Ja? Und wenn wir einfach, und Lens angewendet mit Setfield S, also angewendet auf die Datenstruktur, die wir da reinkriegen, wenn wir jetzt einfach nur sagen Identity K, dann nehmen wir den Wert, den wir mitten in der Datenstruktur vorfinden, und heben ihn in die Identity-Monade und fertig. Und dann setzen wir ihn wieder raus. Das hätte genau nichts getan. Ja, wir gehen in die Datenstruktur rein, heben das in die Identity-Monade oder in den Identity-Funktor, es ist auch eine Monade, aber egal, heben es in den Identity-Funktor und machen Run-Identity und kriegen genau das raus, was wir reingegeben haben. Das ist es nicht. Was muss stattdessen an die Stelle, wo die Lens drauf zugreift? Nicht der Wert, den wir dort vorfinden, sondern der Wert, sag's laut. Ha? Genau, der Wert, den wir hier oben mitgegeben bekommen. Wir wollen diesen Wert an die Stelle da reinsetzen. Das heißt, Setfield implementieren wir so, dass wir K wegschmeißen. Brauchen wir nicht, weil den alten Wert an der Stelle in der Datenstruktur brauchen wir nicht mehr. Den wollen wir ja überschreiben. Und sagen Identity X von diesem hier. Was wir hier oben mitgegeben bekommen haben. Wir gehen in die Datenstruktur rein, sehen den Wert, den wir vorfinden, schmeißen ihn weg und setzen unseren neuen Datenwert dahin und dann packen wir es in die Identity-Monade ein und dann machen wir Run-Identity und dann kriegen wir unsere wunderschöne Datenstruktur daraus. Soweit sinnvoll? Das ist die eine Funktion, Set. Ne? Und schon, auch hier schon klar, ich mache das gleich. Okay, jetzt müssen wir noch View machen. Das heißt, wir wollen in eine Datenstruktur rein und uns einen bestimmten über einen Fokus mit der Lens möchten wir uns einen bestimmten Wert rausholen. Okay, ist erstmal wieder undefined. Jetzt haben wir noch mehr Probleme. Wenn wir die Lens anwenden, kriegen wir ein FS zurück. Aber wir wollen weder ein F noch ein S. Wir wollen ein A daraus kriegen. Und wie können wir das machen? Also im Sinne von, eben war es noch einigermaßen simpel. Wir wollten ein S haben und wir haben ein FS zurückbekommen. Okay, da müssen wir halt irgendwie gucken, ja, mit der Identity, das wirst du auf jeden Fall immer rauskriegen. Meinetwegen. Aber was ist, jetzt wollen wir ein A. Wie kriegen wir das denn? Wieder ist es eine Frage von, wie clever wir unseren Funktor wählen. Wieder nochmal die Erinnerung zu Lens. Hat diesen Typen. A nach FA, nach S nach FS. Und hier ist der Const-Funktor. Hattet ihr den in den Übungen schon? Er funktioniert fast genauso wie der Identity-Funktor mit einem klitzekleinen Unterschied. Und zwar hat dieser Const-Funktor zwei Parameter. Zwei Typ-Parameter. Das heißt, es gibt zum Beispiel sowas wie Const-Int-Int oder Const-String-Int oder Const-Bool-Int oder was auch immer. Aber der Witz ist, dass es zwei Typparameter hat.
aber nur einen Werteparameter. Das heißt, 4 hat zum Beispiel den Typen const int bool. 4 hat auch, also const 4 hat den Typen const int bool. Const 4 hat auch den Typen const int string. 4, const 4 hat auch den Typen const int baum von a's oder was auch immer. Wir haben nur einen Wert, aber wir schleppen einen zweiten Phantomparameter so mit uns mit. Und ich meine, die getConst ist relativ simpel. Const va nach v gibt es. Const x ist einfach nur x. Wie würde ich schreiben const va nach a? Nee, ich will einfach nur, ich will nicht a nach const va nach a, sondern const va nach a. Der zweite Typparameter ist nur ein Phantomparameter. An den kann ich nicht dran. Da steckt kein Wert drin, den ich rausgeben könnte. Und weil ich mir nicht einfach einen Wert ausdenken kann, geht es nicht. Ich kann nur an den ersten Wert dran. Nur der ist fest. Ja, nur der hat tatsächlich eine Repräsentation auf der Werteebene. Hier hinten ist das nur so ein Typparameter, den ich umherschubse. Okay. Wie bitte? Es war eine Fangfrage. Wir können nicht an dieses A hier hinten dran kommen, weil es dieses A nicht gibt. Siehst du gleich. Also, ne, für den Moment ist es wie der Identity-Funktor, nur mit einem Phantom-Typ-Parameter noch dahinter. Ja, und du siehst gleich, warum, wofür wir das brauchen. Genau, so. An das V können wir drankommen, an das A können wir nicht drankommen, weil es keinen Wert gibt für A. So, Funktorinstanz ist relativ lustig. Wir instanzieren const V als Funktor, nicht const, weil const zwei Typparameter hat und alles, was wir als Funktor instanzieren wollen, braucht nur noch einen Typ, also darf nur noch einen Typparameter haben. Das heißt, const V ist ein Funktor für irgendeinen beliebigen Typparameter dahinter. Und wenn wir fmap auf const x machen, geben wir einfach const x zurück, weil fmap hat den Typen a nach b nach fa nach fb. Aber const hat schon jeden Typen in der zweiten, im zweiten Parameter. Da müssen wir keine Funktion mehr drauf anwenden. Es hört sich alles sehr nonsensartig an, aber gleich wird es Sinn machen, hoffe ich. Die Sache ist, wir haben, es ist wieder dasselbe. Fmap f würde const va nach const vb umwandeln. Aber dieser hintere Typparameter hat überhaupt gar keine Repräsentation auf der Werteebene. Das heißt, wir haben da keinen Wert, auf den wir die Funktion anwenden könnten. Und deswegen hat das schon alle Typen in der zweiten Parameter. Und deswegen können wir einfach denselben Wert wieder zurücknehmen. Ich habe eben gesagt, const 4 hat den Typen bool string, oder int string. Const 4 hat aber auch den Typen int bool. Ja? Wenn wir also eine Funktion haben wollen, die aus irgendeinem const int string einen const int bool macht, dann können wir einfach denselben Wert weitergeben. Du glaubst mir immer noch nicht, dass das sinnvoll sein könnte, oder? Okay, ich mache einfach mal weiter. Jetzt wieder Aufmerksamkeit nach hier oben. Ich sage, das hier funktioniert. GetConst ist dieses hier. Lens ist wieder die Lens, die wir reinbegeben bekommen, halt von diesen Typen. Und Const ist der Konstruktor. ist der Konstruktor von Const, also dieser hier. Und wieder mal wenden wir nicht const auf s an, sondern geben sowohl den Konstruktor als auch die alte Datenstruktur an die Lens als Parameter. So, wir gucken nur mal kurz mit den Typen, ob das passt. A nach fa, okay, const hat den passenden Typen. Und nach s, okay, geben wir rüber und kriegen einen fs raus. So. Die Idee ist hier, dass wir das A sozusagen in das F packen. Das Const, was da oben an die Lens übergeben wird, hat hier den Typen A nach Const AA. Wir sagen einfach, wir wollen zweimal den gleichen Typen in beiden Parametern haben. Wer kann mir jetzt sagen, auf was das F dann instanziert würde? Also welchen Funktor benutzen wir hier tatsächlich? Hier haben wir Identity benutzt. Das ging, aber das funktioniert hier nicht, weil wir hier das A zurückhaben wollen. Welches
Also wir kriegen ein FS zurück, wir wollen aber in Wirklichkeit ein A raushaben. Was muss also dieses F sein, damit wir am Ende noch ein A rauskriegen können, obwohl wir ein FS haben? Ja. Ja, aber was ist dann das F? F ist nicht nur const, ja? Nein, ich rede gerade von Typen. Welchen Typen hat F? Also welche Typ wird F ist? Welchen Funktortypen hat das? Const A, genau. F, lest euch nochmal die Typen durch und behaltet im Kontext, dass F const A ist. Wir haben irgendeine Funktion nach A, nach const AA. Das ist relativ simpel. Wir nehmen einfach den Konstruktor von const. Ja. Und wir kriegen eine alte Datenstruktur S und wir kriegen ein FS raus. Ein const AS. Und wie kriegen wir aus einem const AS einen A wieder raus? Ja, ganz einfach. GetConst. Ja. GetConst kann uns aus einem const x, also aus dem const va einfach das v geben, also aus dem const a s kann es uns auch einfach das a rausgeben, kein Problem. Ja? Nein? Guck mal, wir wollen noch einmal High Level drüber. Wir wollen eine Funktion schreiben view, ja? Wir kriegen eine Lens. Und wir wollen schreiben, okay, Lens, und wir wollen eine Datenstruktur reingeben und einen A rausbekommen. Ja? Also wir haben die Lens, wir kriegen die alte Datenstruktur und wir wollen nur den Wert in der Datenstruktur am Fokus der Lens einfach nur zurückgeben. Okay, das Problem ist, wenn wir die Lens anwenden, ja, Lens hat diesen Typen, dann kriegen wir A nach FA müssen wir reingeben und S müssen wir reingeben und wir kriegen ein FS raus. Ja, das ist ein Problem. Wir kriegen ein FS raus, aber wir wollen ein A raus haben. Ja, eben war das noch einfach. Da wollten wir irgendwie einen FS. Wir wollten ein S, aber wir haben ein FS bekommen. Okay, ne? Nehmen wir Identity als F, wunderbar. So einfach, so gut. Aber hier ist das Problem. Wir wollen ein A raus haben und wir kriegen einen FS. Das ist ein Problem. Es sei denn, wir machen den Trick mit const. Weil aus einem const a s kriegen wir einen a ziemlich einfach raus, weil wir einfach hier getconst benutzen. Wir benutzen diesen Phantomparameter, um uns so durchs Typsystem zu mogeln, dass das geht. Nein? Weil wir alle Lenses so aufschreiben wollen. Wir müssen, wenn wir sagen wollen, Lens R und Lens sind isomorph, dann müssen wir diese beiden Richtungen schreiben und dann müssen wir, wenn wir sagen wollen, okay, gib mir eine Lens, ich gebe dir eine Lens R, das war unser eigener Datentyp von vorhin. Wenn wir sagen wollen, dass die isomorph sind, dann muss ich eine Funktion haben, sagen, okay, du gibst mir eine Lens, ich gebe dir eine Lens R dazu. Und das machen wir gerade. Und wir formulieren gerade, View für diese Lens A, die wir dann zurückgeben wollen. Weil, ne, wenn wir dann schreiben, okay, Lens to Lens A, sagen, ne, gib mir eine Lens und ich gebe dir eine Lens A, View R ist einfach View LN und Set R ist einfach Set LN. Weil wir sagen wollten, dass sie isomorph sind, entsteht dieses Problematik. Aber ähnlicher Code steckt auch durchaus in den Bibliotheken selber drin. Und das ist der Witz. Ich meine, ich kann jetzt leider nicht mehr allzu viel Zeit darauf verbringen, weil ich euch noch was über Testing erzählen wollte. Aber der Witz ist, du kannst es dir ja auch auf YouTube auch nochmal angucken oder in den Tutorien vorbeikommen oder mir eine E-Mail schreiben, alles kein Problem. Aber der Witz ist, dass wir einfach sagen, okay, wir nehmen die Lens mit dem const-Konstruktor auf der alten Datenstruktur und dann kriegen wir ein const as raus, weil wir dieses f hier auf const a instanzieren. Und dann können wir aus einem const as, können wir das a ganz einfach rausbekommen, indem wir getconst machen.
Okay, zumindest leichtes Nicken. Ich nehme das hin. Wenn es immer noch Probleme gibt, Übungen oder nächste Woche oder E-Mails. Okay. So, und ich habe es hier gerade noch mal ein bisschen umgeschrieben. Das ist Point Freestyle, ist aber egal. Es ist im Prinzip nichts anderes als das, was wir gerade eben auch schon auf den Folien hatten. Und der Witz ist, das ist eine wunderschöne Situation, wo man mal sieht, dass solche Sachen wie der Identity-Funktor oder der Const-Funktor tatsächlich sinnvolle Anwendungen haben können. Ich, als ich mit Haskell angefangen habe, hätte ich nie geglaubt, dass irgendwie sowas wie ein Identity-Funktor jemals eine sinnvolle Anwendung haben könnte, weil er tut doch nichts. Warum sollte ich ihn brauchen? Ja? Etwas, okay, ich kann etwas in einen Kontext heben, dann ist es in diesem Kontext und ich kann es wieder rausholen, dann ist es dann nicht mehr drin. Toll. Aber warum könnte das denn jemals irgendwas machen, was sinnvoll ist? Und hier haben wir gesehen, wie wir irgendwas machen wollen. Angenommen, weil es ein Funktor ist, brauchten wir einen Funktor, der repräsentiert, dass wir nichts mit dem Wert gemacht haben. Und dafür brauchten wir den halt. Aber dadurch, dass es jetzt einen Funktor, dadurch, dass wir so einen Funktor hatten, konnten wir diese einfache Funktion auch in den Termen von modifyF ausdrücken. Und dadurch hat sich unser Framework deutlich vereinfacht. Weil wir einfach sagen könnten, okay, so eine Length ist immer hier a nach fa nach s nach fs, genau. Das hätten wir nicht machen können, hätten wir nicht sowas wie einen Identity-Funktor. Weil dann hätten wir alles einzeln aufschreiben müssen. Und so konnten wir es einmal abstrakt formulieren und hatten dann immer die Lösung. Und dafür brauchen wir solche Sachen. Und ich hätte vorher nie geglaubt, dass es was Sinnvolles tut. Und jetzt wisst ihr, dass es doch sinnvolle Dinge tun kann. Lernziel 1, check. Okay. Der Abschnitt. Okay, jetzt wird es etwas schneller. ich hatte vergessen, dass wir den auch noch drin haben. Alles gut. Wie würde man sich jetzt so eine Length selber schreiben? Okay, hier ist nochmal der Typ. Hier ist ein Datentyp Person. Er hat zwei Felder, String und Integer mit den Namen Name und Balance, also irgendwie Kontostand oder sowas. Ich habe die Felder jetzt mit einem Unterstrich davor geschrieben, damit die Length den eigentlichen Namen haben kann. Also dass die Length dann Balance heißt und dafür darf es nicht denselben Namen wieder haben wie das Feld. Okay, jetzt wollen wir schreiben, wir wollen eine Length schreiben von Person nach String. Also eine Funktion, die uns den Fokus gibt von irgendeiner Person auf den String, der den Namen repräsentiert. Okay, wie geht das? Ja. Schauen wir uns den Typ an. Funktor f, String nach f-String, nach Person nach f-Person. Das ist einfach nur Person für das entsprechende eingesetzt. Genau, s, also Person ist jetzt s, ne, weil wir in die Person reinschauen wollen. Also in den Datentyp, der die Person repräsentiert, wollen wir reinschauen. Also s ist die Person und der f muss immer noch frei bleiben, weil der Benutzer sich das aussuchen kann, nicht ich. Die Length muss für alle Funktoren funktionieren. Und wir sagen, okay, gib mir eine Funktion von String nach f-String, die ich irgendwie auf den Namen schmeißen soll, wenn ich den Namen ändern möchte. Zum Beispiel all to uppercase oder sowas, meinetwegen. Dann gib mir die Person und ich gebe dir die neue Person. Okay. Ich kriege hier die Funktion rein und ich kriege eine Person rein, die einen Namen und einen Balance hat. Und okay, was machen wir jetzt damit? Ich sage, so funktioniert das. Wir machen Folgendes. Wir machen fmap. Lambda-Ausdruck, den gucken wir uns jetzt gleich genauer an und dann wenden, und zwar auf was wenden wir diesen Lambda-Ausdruck an? Wir sagen, okay, wir nehmen fn von n, n war nochmal was? N war der Name unserer Person ursprünglich, ja? So, und wir wenden fn hatte den Typen String nach f-String, ja? F kann hier Identity sein oder IO oder irgendwas. Wir wenden das an, dann haben wir hier einen f-String hier hinten. Und darauf können wir diesen Lambda-Ausdruck anwenden. Wir nehmen n und geben die Person zurück, geben die Person zurück, die n' als Namen hat und dieses b von hier vorne als Balance hat. Das ist eigentlich nicht komplex, was hier steht. Wir nehmen die Funktion, die wir hier reinkriegen, wenden sie auf den alten Namen an, dann kriegen wir einen neuen Namen. So. Und dann müssen wir
Dann nehmen wir den neuen Namen, ne? Dieser Lambda-Ausdruck nimmt dann diesen String als Argument und gibt dann die Person mit dem Namen als neuen Namen und mit der alten Balance zurück. So würde man zum Beispiel eine Lens schreiben. Ne? Gut. Wenn wir jetzt mentale Gymnastik machen, merken wir auch, dass die Typen stimmen. Und jetzt noch einmal kurz, wie das reduzieren würde. Okay. Ne? Wir schmeißen den GHCI an und sagen, okay, Fred ist eine Person mit dem Namen Fred und der Balance 1000. Der hat 1000 Geld. Und wenn wir jetzt ViewName Fred machen, weil wir wollen einen Wert ansehen, wir geben die Lens Name an und zwar auf Fred, dann kriegen wir Fred raus, und wenn wir SetName Bill Fred machen, dann kriegen wir eine Person raus, die jetzt den Namen Bill hat und immer noch 1000 Geld. Der Witz ist, wir haben hier, warum geben wir uns jetzt damit ab? Weil wir hier dieselbe Lens Name benutzen konnten, sowohl für Getting, als auch für Setting, als auch für Modifying, als auch für eine Reihe von anderen Sachen. Das ist der Witz, deswegen schreiben wir nicht jeden einzelnen Getter und Setter, das könnten wir auch, aber dann müssten wir so viel schreiben und unterschiedliche Sachen, wenn wir getten und setten wollten, und das wäre alles viel zu viel Arbeit. wir können hier dieselbe Lens für beides verwenden. Das ist das Schöne. Und Spoiler Alert, wir können uns hier auch automatisch generieren lassen, und das ist das Schöne. Aber wie würde das jetzt im Einzelnen ablaufen? Okay, wir schauen uns das mal an. Wir drehen jetzt einfach nur ein paar Funktionsnamen auf. ViewName von P, also von Fred. Dann inlinen wir View. View hatten wir vorhin besprochen. Das ist dann getConst von LensName. Const von bla, dem Fred, den wir oben haben. Wenn wir jetzt die LensName inlinen, dann kriegen wir getConst von fmap / n bla, Lambda-Ausdruck, den wir eben hatten, von constFred. Dann ist es einfach nur noch getConst von constFred, weil fmap f von constX einfach nur constX ist. Das war die Funktorinstanz, die wir uns vorhin angeschaut haben. Und getConst von constFred ist einfach nur Fred. Das ist das, was intern da abläuft. Ja, okay. Der Compiler kann sich das merken und weiß dann, okay, wenn ich ViewName von Datenstruktur mache, muss ich an genau der Stelle nachgucken und fertig. Aber das ist der Ablauf, wie er sich alle so zueinander reduziert, sodass die auch mal mitbekommen, was ich hier meine. Ha? Frage? Okay, pass auf. Wir wollen uns, also das, wenn ich ViewName Fred eingebe, ja, dann ist ja klar, dass Fred rauskommt. Warum? Genau, weil die Lens gibt nicht den Namen zurück. Die Lens gibt den Fokus auf den Namen, von der Person auf den Namen. Und View plus Fokus auf den Namen gibt mir den Namen zurück. Ja? Und das ist ein Vorteil, weil ich dieselbe Lens verwenden kann, um zu getten, zu setten, zu falten, zu alles, ja? Und hier habe ich nur einmal Definitionen ineinander eingesetzt, damit du siehst, was hier abläuft. ViewName Fred ist ViewName und Fred ist von da oben eingesetzt. View und Set haben wir nicht selbst geschrieben, nein. Das ist in der Bibliothek. Ja, aber wir haben sie vorher schon mal erwähnt. Aber wir haben nur die Lenses geschrieben. View und so weiter steckt einfach in der Bibliothek. Aber wir haben sie vorher einmal gesehen. Also wir haben Get und Set definiert. Hier, oh doch. Großer Unsinn. Wir haben hier und Set geschrieben. Was rede ich denn? Warum korrigiert mich keiner, wenn ich Unsinn rede? Genau. Nein. Ihr müsst das alles nicht selber machen, aber ihr solltet es einmal gesehen haben und verstehen. Dramatisches Donnergrollen im Hintergrund. Ich finde das eigentlich schön, wenn so jeder zweite Satz von mir mit dramatischen Donnergrollen hintermalt wird. Also ja, das ist das, was wir geschrieben haben, wir und Set. Und die Lens haben wir jetzt auch selber geschrieben. Und hier schauen wir uns einmal an, wie das ineinander so übergeht. So,
ViewName Fred ist ViewName und Person von oben eingesetzt, ja? So, dann dann inline wir die Definition von View. Ja? View war getConst von Lens, Const und der alten Datenstruktur, ne? Hatten wir gerade. Okay, machen wir so. Dann inline wir die Funktion, also die Lens. Die Lens hatten wir auf der letzten Folie, ist fmap, dieser Lambda-Ausdruck, auf die Funktion angewendet auf das alte Ergebnis. Wunderbar, ist hier genauso. GetConst von fmap, Lambda-Ausdruck, angewendet auf constFred. Weil constFred ist der Konstruktor angewendet auf den Namen, ne? So, okay, dann fmap f von constx ist einfach nur constx, das ist die Funktorinstanz von const, weil im zweiten Parameter kann alles passieren, da müssen wir nichts machen, dann ist es einfach nur noch getConst von constFred und dann kriegen wir Fred. Und deswegen gibt ViewName Fred Fred am Ende raus. Das passiert hier, das ist das, was in der Auswertung so passieren würde. Natürlich hat Stefan recht, der Compiler kann vorher einmal drüber gucken und sich merken, aha, wenn ViewName kommt von so einer Personendatenstruktur, dann muss ich nur noch an der Stelle nachgucken. Fertig. Ja. Aber theoretisch ist es das, was passieren würde. Ja. Genau. Ihr müsst das alles nicht selber können, aber ihr solltet es einmal gesehen und im besten Fall verstanden haben. Weil dann könnt ihr es besser benutzen. Und Lenses benutzen, könnte durchaus passieren, dass ihr das machen müsst. Genau, Lens Laws, ja, okay, keine Zeit, bla 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 bla. Man bekommt mal raus, was man reintut, wenn man, also, ne, wenn ich etwas reinsette und mir das dann view, kriege ich raus, was ich gesettet habe. Wenn ich erst mir es raushole, einen Wert raushole und den dann wieder sette, ist das nichts verändert und zweimal setzen ist, also setzen ist idempotent, wenn ich zweimal dieselbe Sache setze, steht auch die am Ende drin. Da verbringe ich jetzt nicht viel Zeit mit. Und genau, Lenses kann man, wenn man die nicht alle selber schreiben möchte, weil das, dann sparen wir uns ja nicht, wir haben ja damit angefangen, weil wir das nicht alles selber schreiben wollten, kann man einfach sich ein bisschen Template Haskell zur Hand nehmen und dann kann man sagen, okay, ich definiere mir jetzt meine Person P mit diesen Unterstrichen vor den ganzen Feldern und dann sage ich einfach nur noch Make Lenses für Person, fertig. Und dann habe ich alle Lenses für diese Datentypen und die können beliebig komplex werden. Und ich habe alle Lenses, die ich brauche. Und dann muss ich nur noch View, die und die Lens, das und das machen. Und der ganze Scheiß, den wir jetzt gerade gelernt haben, geht automatisch. Aber ihr könnt es benutzen. Und es ist einfach. Und deswegen benutzen das so viele. Genau. Template Haskell macht automatisch Lenses für alle Felder. Vielen Dank, Edward Kmet. So, und jetzt erinnert ihr euch daran, dass wir am Anfang gesagt haben, okay, Lens Composition sollte jetzt irgendwie möglichst einfach sein oder zumindest möglich sein. Große Überraschung, Lenses sind Funktionen. Lenses der hätte 3 Sekunden später kommen sollen. Lens Composition ist Function Composition. Dammit. Okay, die Sache ist, Lenses sind einfach nur Funktionen. Und wenn ich Funktionen kann ich hintereinander hängen. Und es funktioniert tatsächlich so, dass wenn ich 2 Lenses habe und die mit Punkt hintereinander verknüpfe, dann habe ich genau diesen Effekt, dass ich von einer großen Datenstruktur in eine kleinere komme und von der in eine noch kleinere und so weiter. Dafür muss ich dann einfach nur Name, Punkt, Postcode, Punkt, blub, erste Ziffer oder was auch immer hintereinander hängen. Fertig. Mit Function Composition geht das einfach so. Kriegen wir geschenkt. Genau, für Funktoren, ja, große Überraschung, auch mit Maybe und I.O. kann ich sowas machen, weil wir haben es ja für alle Funktoren geschrieben, also kriegen wir auch die geschenkt. Wunderbar. Das müssen wir auch nicht mehr extra schreiben. Edwards zweite große Einsicht zu Lenz war, dass wenn wir jetzt keinen Funktor hier voraussetzen, sondern eine Plicative, dass wir noch eine mächtigere Struktur kriegen, die sich ein Traversal nennt. Die kann nicht nur einen Fokus haben, sondern viele. Jedes zweite Element statt das zweite Element oder sowas. Oder alle leftmost Blätter in einem Baum oder sowas. Was weiß ich. Es kann viele Foki haben und nicht nur einen.
Das ist dann ein Traversal. Das besprechen wir jetzt aber hier nicht im Einzelnen, weil ich nur noch eine Viertelstunde habe und noch zu Testing kommen wollte. Genau, ein klitzekleines Geständnis. Der eigentliche Typ von Lens ist etwas komplizierter. Ich habe gesagt, Lens SA. Und es gibt auch Lens SA, aber das ist die simple Variante. Die große Variante hat 4 Typparameter. Also STAB, STAB. Und die hat dann den Typen VLF, Funktor-F nach A, F, B nach S, F, T. Da kann man noch komplizierteren Quatsch mitmachen, aber da bin ich, also ich würde lügen, wenn ich sagen, dass ich das komplett verstanden habe. Es gibt aber auch diese einfacheren Sachen. Also Lens SA ist ganz normal und das funktioniert auch alles genauso, wie ich gesagt habe, aber es geht noch komplizierter. Ne? Over ist auch nicht besser. Angenommen, wir haben einen Profunktor P, dann haben wir ein Setting P-Step nach PAB nach S nach T. Kompliziert. Aber auch da gibt es simplere Sachen. Deswegen sagt Simon Peyton-Jones immer ganz gerne, Edward is deeply enthralled to abstractionitis. Das heißt, wenn Edward Kmet irgendwas in seine Hände bekommt und er es abstrakter machen kann, dann macht er das auch. Auch wenn dabei solche hässlichen Typsignaturen bei rumkommen. Na? Es stimmt aber trotzdem und Edward war trotzdem so nett, uns dieses einfache Interface zu benutzen, was wir jetzt besprochen haben. Genau. Heute Lens, morgen die Welt. Es gibt natürlich noch mehr. Es gibt, wie gesagt, Traversals, es gibt Prisms, es gibt Rays. Da kann man noch Generic Programming machen und Interaktion mit State und all Quatsch machen. Aber dafür haben wir jetzt auch keine Zeit. Die Nachhause-Message ist, wir haben einfach gesagt, okay, wir haben ein Typsynonym draufgeschmissen und ein paar Typklassen draufgesetzt und schon konnten wir irgendwie mit einem relativ simplen Werkzeugen uns ein Framework basteln, das relativ mächtig ist. Und das ist die sogenannte Power of Abstraction. Nur weil wir gesagt haben, okay, wenn wir ein paar simplen Regeln folgen, können wir tatsächlich ein ziemlich mächtiges Framework aufbauen. Von relativ simplen Anfängen. Ohne, dass wir uns jetzt irgendwie großartig komplex werden mussten. Gut. Fragen zu Lens. Idee rübergekommen. Gut, das ist so das Wichtigste. Ihr müsst das nicht alles hundertprozentig verstehen heute. Aber wäre gut, wenn ihr zumindest mal sowas gesehen habt und ungefähr eine Ahnung habt davon, was abgeht. Okay, dann noch kurz zu Quick-Check. Ich habe noch 15 Minuten, das kriegen wir hin. Wer von euch weiß, was Unit-Tests sind? Unit-Tests oder Software-Tests im Allgemeinen. Ja, Hand hoch. Also Stefan, ich und du, weißt du, was Unit-Tests sind? Unit-Tests. Okay, keiner. Okay, ich fange vorne an. Okay, die Idee ist, Menschen schreiben Software. Das soll in der Informatik ab und zu mal vorkommen. Und was außerdem vorkommt, quasi noch häufiger, ist, dass Menschen falsche Software schreiben. Wir haben das so an uns, dass wir Code schreiben und wir denken, dass wir das Richtige gesagt haben, aber es am Ende dann doch nicht funktioniert. Und das ist manchmal ein Problem, weil wenn es bei uns auf dem Computer wunderbar funktioniert und also mit den Werten, die wir da reinschmeißen, funktioniert, dann denken wir, ja, läuft ja, gut, geben wir dem Kunden. Und der Kunde macht einen Test und alles geht kaputt. Ne? Das ist problematisch. Und Tests sind eine Vorgehensweise in der Softwareentwicklung, um sowas zu verhindern. Die Idee ist, dass ich als allererstes sogenannte Test Cases schreibe und dann sage, okay, ich habe diese Funktion F noch nicht geschrieben, aber wenn ich das und das in F reinschmeiße, sollte das und das rauskommen. Und dann schreibe ich so ein paar davon, okay, wenn ich das reinschmeiße, sollte das rauskommen und wenn ich das reinschmeiße, sollte das rauskommen. Und dann kann ich später, wenn ich F schreibe, immer gucken, okay, ich habe jetzt was geschrieben, das sollte stimmen. Und dann lasse ich mal meine Tests laufen und dann kriege ich raus, ob da auch tatsächlich das rauskommt, was rauskommen sollte. Ja, macht Sinn. Dann kann ich automatisch sehen, ob meine Funktion richtig ist oder nicht. Weil wenn das rauskommt, was tatsächlich rauskommen sollte, dann kann man das ironisch anzeigen lassen. Wunderbar. Okay, das ist die Idee. Wir versuchen damit, uns selber so ein bisschen davon abzuhalten, Fehler in unsere Software einzubauen. Genau. Typen haben ja einen ganz ähnlichen Sinn, dass wir ganz gerne korrektere Programme schreiben wollen.
Der Unterschied ist so ein bisschen, dass selbst das Typsystem von Haskell, was schon ein relativ starkes Typsystem ist, nicht immer wirklich stark genug ist, um alle möglichen Fehler abzufangen, die wir so in Programme einbauen. Zum Beispiel, wenn wir uns eine Sortierfunktion aus Datalist angucken, dann hat die diesen Typen, Ort A, nach Liste A, nach Liste A. So aus Datalist. Ich zeige euch mal ein paar Implementationen von Sort, die problemlos am Typsystem vorbeikommen. Sort A ist die konstante leere Liste. Absolut. Ich gebe eine Liste rein, schmeiß sie weg und gebe die leere Liste zurück. Das hat diesen Typen. Ja, stimmt. Sort gleich ID. Ja, das auch. Ich gebe einfach dieselbe Liste wieder zurück. Ich gebe dir eine unsortierte Liste und ich gebe sie dir sofort wieder zurück. Auch das hat den Typen Liste A nach Liste A. Sort gleich Reverse. Funktioniert. Gibt sogar eine sortierte Liste zurück, in dem Fall, dass die Eingabeliste genau gegensortiert war. Ja, Sort, gib mir die 19. Permutation von der Liste. Ja, geht auch. Oder gib mir die ersten 5 Elemente von der Liste. Das ist auch. Alle diese Dinge haben diesen Typen. Das Typsystem ist also hilfreich, aber nicht immer präzise genug. Es gibt natürlich auch Typsysteme, die präzise genug sind, um sowas auszudrücken. Also im Sinne von, ja, die Ausgabeliste ist eine Permutation der Eingabeliste und genauso lang wie die Eingabeliste und sortiert. Und der Algorithmus läuft in irgendwie n log n oder was auch immer. Es gibt Typsysteme, in denen man das formulieren kann, aber das wird dann haarig, sage ich mal so. Und deswegen schreibt man meistens einfach Tests in schwächeren Typsystemen. Also wenn diese ganzen Sachen so durchlaufen und am Typsystem vorbeigehen, dann sicherlich auch das Programm, was ihr geschrieben habt, was eigentlich fast richtig ist, aber nur noch einen kleinen Off-by-One-Error hat. Wenn das durchläuft, dann euers auch. So. Man muss natürlich sagen, dass wenn... Also die Aussagen, die ein Typsystem macht, die sind immer richtig. Ja, also wenn ich ein Programm geschrieben habe und mein Typsystem sagt, ja, das ist so gut wie immer richtig. Und wenn ich ein Programm geschrieben habe und mein Typsystem sagt, okay, das ist jetzt, das hat dieses Programm hat diesen und diesen Typen, dann stimmt das natürlich immer. Und wenn ich einen Test schreibe, dann stimmt es, ne, und sage, okay, ich erwarte von dieser Funktion, wenn ich dieses reingebe, dass das rauskommt, dann stimmt das zwar für diese Werte, aber nicht notwendigerweise für alle. Ich habe jetzt leider keine Zeit, da noch ewig drüber zu reden, aber sowohl Tests als auch Typsysteme sind gute Sachen für korrekte Software und die sollten eigentlich Hand in Hand arbeiten. Aber im Zweifelsfall Typen. Egal. Das Problem ist, wir sollten Tests verwenden, weil wir ansonsten falsche Software schreiben. Wir sind meistens viel zu überzeugt davon, dass unsere eigene Software richtig ist und es ist ganz gut, wenn wir ab und zu mal ein bisschen automatisieren, die uns sagt, wenn wir Fehler gemacht haben. Gut, das Problem mit Unit-Tests ist, wenn wir einfach nur sagen, okay, ich möchte jetzt bei diesen Eingaben das haben und bei diesen Eingaben das, dass das nicht immer alle Probleme fängt. Zuerst mal ist es ein großer Zeitaufwand, das alles selber zu schreiben. Und es ist nervig und wir machen das nicht so gerne, weil wir wollen ja eigentlich die Funktion schreiben und wir wollen ja eigentlich die echte Software entwickeln und nicht nur sicher gehen, dass wir auch die richtige Software entwickeln. Das ist nicht so spaßig. Und deswegen, wenn man es richtig macht, ist es ein richtig großer Zeitaufwand und es macht nicht viel Spaß. Es sei denn, wir machen es halbherzig, dann macht es aber keinen echten Sinn. Wenn wir es einfach nur so hinklatschen und sagen, ja, ich mache da 2 Tests fertig, dann hat es keine echte Wirkung. Dann machen wir in der Regel die üblichsten Fälle und in denen treten wahrscheinlich eh nicht die Edge Cases auf, die dann die Fehler machen. Genau, außerdem, wenn ich die Tests für meinen Code schreibe, und ich in beiden Fällen nicht an denselben Edge-Case denke, ne, im Sinne von, oh, was ist mit Daten vor 1970? Funktionieren die in meinem Code? Wenn ich bei meinem Code nicht dran denke, dann denke ich bei meinen Tests wahrscheinlich auch nicht dran. Und wenn ich bei meinen Tests dran denke, dann hätte ich wahrscheinlich auch im Code gleich dran gedacht. Und wenn jetzt Stefan Tests für meinen Code schreibt, dann ist das nochmal mehr Aufwand, weil wir uns dann darüber erst unterhalten müssen und alles Mögliche. So. Oder auch als Bild, 100% Code Coverage und alle Tests laufen durch, aber es ist halt trotzdem immer noch nicht 100%ig richtig. Gut,
So, und was ist jetzt der Witz von QuickCheck? Der Witz von QuickCheck, das ist auch eine Bibliothek in Haskell, ist, dass die Tests schreiben nicht mehr von Hand gemacht werden muss. Ich muss nicht mehr sagen, was die genauen Ergebnisse sein sollte. Ich muss nur noch Eigenschaften von meinem Code beschreiben, die halten sollen. Und die genauen Testcases werden dann von der Bibliothek aufgestellt und automatisch getestet. Genau. Das nennt sich Property-Based Testing. Zum Beispiel sage ich, okay, sortieren soll idempotent sein. Ne? Wenn ich eine Liste sortiere und das Ergebnis dann nochmal sortiere, sollte der zweite Schritt keinen Unterschied mehr machen. Ja? Weil wenn ich eine sortierte Liste sortiere, sollte das nichts mehr an der Liste ändern. Und ich sage dann einfach, die Eigenschaften, die mein Code haben sollte, das ist in der Regel einfacher zu formulieren als einzelne Testcases. Und die Bibliothek nimmt sich dann die Eigenschaften und generiert 10.000 Testcases und lässt die einfach mal über alle drüber laufen. Und die Bibliothek ist in der Regel ein bisschen cleverer dabei, sich die Edge Cases abzufangen, als ein Mensch, der das selber schreiben würde. Zum Beispiel, QuickCheck, also Reverse, doppelt angewendet, sollte wieder die Originalliste ausgeben. Wenn ich eine Liste umdrehe und das dann nochmal umdrehe, sollte ich wieder das Original rauskriegen. Okay, QuickCheck davon läuft durch. Was? Was? Reverse ist hier die Prelude-Variante, die tatsächlich die Liste umdreht. Und wir testen, ob Reverse zweimal hintereinander angewendet auch wirklich wieder die Ursprungsliste rausgibt. Ja, genau. Richtig, du musst immer noch verschiedene Properties für deinen Code angeben, sodass auch wirklich die Spezifikation erfüllt wird. Am Beispiel von Sortieren kommen wir gleich noch dazu. Ein anderes Beispiel wäre, angenommen n ist gerade, dann sollte n plus 1 ungerade sein. Auch das läuft problemlos durch. Früher gab es mal den Glauben, dass wenn n eine Primzahl ist, auch 2 hoch n minus 1 eine Primzahl ist. Das liegt daran, dass es für die ersten paar Zahlen funktioniert. M2, M3, M5 und M7 sind auf jeden Fall sogenannte Mersenne-Primzahlen. Das funktioniert, und früher hat man einfach nicht weiter darüber gerechnet, weil diese Zahlen halt schnell groß werden. Aber wenn wir das jetzt durch QuickCheck laufen lassen und sagen, okay, wenn, also durch diesen Gleich-Gleich-Pfeil, also Gleich-Gleich größer, können wir Konditionale ausdrücken. Das heißt, wenn das hier, dann soll auch das da gelten. Also angenommen, wenn n prim ist, dann soll auch 2n minus 1 prim sein. Das läuft nicht durch. Hier findet QuickCheck nach 14 Tests, dass 11 nicht durchläuft. Und QuickCheck macht dann sowas, okay, der läuft einfach mal Tests durch und generiert mal Zahlen. Okay, mit 0 kann man immer mal gut anfangen. Fangen wir mit 0 an und dann mit 1 und dann mit minus 4 und dann mit 10.328 oder irgendwas. Aber es denkt sich halt sinnvolle Zahlen aus, die man so testen kann und guckt dann, ob n prim ist. Und wenn n prim ist, soll auch das hier halten. Und das kann es uns halt relativ schnell falsifizieren und sagt, nee, bei 11 funktioniert es nicht. 11 ist prim, aber 2 hoch 11 minus 1 nicht. Genau. Wenn wir das jetzt für einen Sortieralgorithmus basteln würden, dann könnten wir zum Beispiel sagen, okay, sortieren sollte idempotent sein, also wenn ich einmal sortiere, sollte nochmal sortieren nichts dran ändern. Q-Sort von X's sollte gleich Q-Sort von Q-Sort von X's sein. Die Länge sollte durch Sortieren nicht geändert werden. Wenn ich eine Liste von 10 Elementen sortiere, will ich nicht plötzlich 11 oder 4 rausbekommen. Das heißt, Length von X's soll Length von Q-Sort von X's sein. Wenn ich eine Liste sortiere, möchte ich auch gerne eine Permutation der Liste raushaben. Also ich möchte nicht plötzlich neue Elemente oder andere Elemente drin haben. Das heißt, Q-Sort von X's sollte ein Element sein von Permutationen von X's. Und Q-Sort sollte natürlich auch eine sortierte Liste ausgeben. Das heißt, Q-Sort von X's sollte, wenn ich das an isSorted gebe, und das ist hier unten erklärt, sollte true rauskommen. Also leere Listen sind sortiert, Listen mit einem Element sind sortiert. Und XYZ ist dann sortiert, wenn XY, also X kleiner gleich Y ist und der YZ auch sortiert ist. Dann kann man so durch die Liste laufen. So, sowas könnte zum Beispiel irgendwie sinnvolle Anforderungen an einen Sortieralgorithmus sein.
Und das ist der Witz. Wir schreiben jetzt nur noch diese Anforderungen und müssen uns nicht mehr über genaue Testcases machen. Okay, was ist, wenn ich es mit Buchstaben aufrufe? Oder was ist, wenn ich es mit, oder mit welchen genauen Testcases wir aufrufen? Wir müssen nur noch darüber nachdenken, was soll denn für unsere Funktion gelten? Und das ist in der Regel ein bisschen einfacher, als sich genaue Testcases anzulassen. Okay, was soll für die Funktion gelten? Und welche Werte nehme ich jetzt dafür, um das sinnvoll abzufangen? Das macht die Library für uns. Und das ist das Tolle daran. Genau. Hat natürlich auch so seine Grenzen. 100 Testcases sind oft nicht genug, aber man kann die Zahl auch höher schrauben. Und nicht alle Fehler können von QuickCheck gefangen werden. Zum Beispiel habe ich hier not product NPQ. Dann sage ich, N ist nicht das Produkt von PQ. Wenn ich das ein paar Mal durchlaufen lasse, die ersten 100 funktionieren, die danach auch. Und erst dann findet er mal 10, 5, 2, so dass es auch tatsächlich durchläuft. Also ihr müsst immer noch selber Gedanken in die Testcases setzen und in die Properties, die ihr der Bibliothek gebt. Aber es nimmt euch schon eine große Last von den Schultern, finde ich. Wenn ihr euch die einzelnen Testcases nicht mehr ausdenken müsst, sondern einfach sagen könnt, okay, Library, diese Eigenschaft soll halten, generiere mir 10.000 davon. Dann ist das schon mal deutlich weniger Arbeit für euch, aber deutlich sichereres Ergebnis für euren Code. Genau. Kommt leider immer noch auf die Person vor der Tastatur an. Genau. In meinen Augen ist Tests zu automatisieren aus genau dem gleichen Grund wichtig, warum wir überhaupt Tests haben. Weil Menschen dazu tendieren, Fehler zu machen in dem Code, den wir schreiben. Und genauso wie wir dazu tendieren, Fehler in dem Code zu schreiben, den wir machen, tendieren wir auch dazu, Fehler in unseren Tests zu schreiben. Und deswegen lassen wir das die Library machen. Und das ist das Tolle daran. Okay, das ist gleich genau ein Grund. So, das war's für heute. Nächste Woche machen wir Parallelism Concurrency. Danke, dass ihr hier wart. Es sei denn, es gibt jetzt noch Fragen oder so. Scheinbar nicht.